Hallo. Wir sind Hallo. willkommen. Da sind wir wieder bei DayZ, wie auch immer, ist mir scheißegal. Day to the Day Z. to the Z, bei Back to the Hill. Nee, auf jeden Fall. Ja, was machen wir eigentlich? Wir wurden ja ein weiteres Mal wurden wir getrennt. Genau, durch Umstände. Die nicht so schön waren. Genau. Wir sind gestorben. Quatsch. Nee, wir sind super. Und jetzt sind wir momentan in einer Vierergruppe unterwegs. Ja, Beziehungsweise in beziehungsweise einer. das dritte Mitglied wird gleich noch aufgegabelt. Achtung, Zombies. Ja, rechts auch Wir einer. sind gut gewachsen und raus. Ja, so. Was ist denn Was? Ja. Wo seid ihr denn? Einer. Norden. Wir rennen nach Norden. Wir müssen nach Norden. Schau auf, schade, ja. Müssen rechts. Wie gesagt, den grünen Wollen, wenn ich auf die Trinkflasche hier aufhören kann. Ja, ich hab eigentlich Trinkflaschen dabei. Meinst du, da kennst? Ja, so lange. Ja, das ist einmal gebraucht. Trinkflaschen kannst du nicht aufhören. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen Ich hab's nur noch eine. kann. Ich hab's Ja. Das nicht. ist einfach nicht so viel. Das war sehr in der Tat. Es ist halb fünf auf dem Server. Es ist dunkel, aber nicht. Ja. Bei mir ist dunkel, aber nicht. Ja, ich Ah. hab's Ah, die vierte Studierung ist übrigens eben gehört, dass Verbände nämlich auch aufwendig machen. Ja, danke. Von, ja, eigentlich müssen Leute ja schon kennen von dem Ja, wir sind nett, wir sind Ich weiß nicht, ob es so nett. die Soundqualität ist nicht wirklich Ach zu so, brauchen. dann Deswegen. ging's. Dann lass Ja, keine Ahnung, ich hab's schon nicht verganzt. Also von uns, ich glaube, ich muss mich jetzt nicht so gut vorstellen. Oh Gott, oh. Also im. Kann mal jemand schießen, bitte? Ich schieße! Hilfe! Wenn ich euch sehen würde. Ich Hey, höre ich euch, muss aber ich sehe nachladen. euch nicht. Hast du keiner. Abstand gewinnen, Abstand gewinnen. Ah, da oben. Ja, das wird jetzt schwierig mit Schießen. Ich laufe erstmal ein Stück, um ein bisschen in Sicherheit zu Ja, kommen. Abstand gewinnen. Wo Und bist dann, du eigentlich, Chris? Wo läufst du denn eigentlich lang? ich sehe euch. Boah, Ihr fuck. habt da einiges gezogen. Naja, lässt sich noch ausschalten. Oh. Doofe Idee. Jetzt hab ich auch noch geschossen. Treffe ihn nicht. Wie steckt der Typ ein? Shit. Der ist tot, der ist tot. Der ist so gut, das war natürlich. War natürlich. War natürlich. Jetzt habe ich auch schon fast alle meine Magazine geschrieben. Ich habe in dem R-Handel der Zombies gewonnen. Ich habe noch zwei Magazine erstaunlicherweise. Ich habe noch zwei. Ich kann jetzt aber nicht mehr nachladen, weil das Spiel ist einfach zu realistisch. Mann, ich glaube, ja, Aufnahme an, schon bei alles schief. Nein, richtig, ist immer so. Ich laufe Denn wo bist du eigentlich? Ich lauf gerade mit Zombies am Arsch. Ich leg gerade was mit dem Macher. Ich schmeiß noch einen an. Ja, ich hol ihn ja. Ich bin nur gerade weg zu euch. Der verreckt nicht. Geht doch. Ja, bitte. Das sind drei Schüsse. Das war viel zu viel. Du bist auf dem Weg zu uns, sagst du? Ich muss überall Zombie-Leichen. Also wir haben jetzt noch nicht Hey, da bin ich geschossen. Das war ich, ich hab gar nicht Zombies gekillt. Oh, das war ja so verdammt laut, ey. Schau mal, ich hab gerade gehabt. Ja. Hier Sollen wir sind vielleicht den übrigens. Zuschauern unseren Plan erklären? Ja, wir gehen jetzt von Tscherno nach. Ich kann den Ortsnamen nicht aussprechen. Nadesino. Oder Nadestino. Wir gehen nach Norden. Ja. Nadestino. Nadetschino. Nadetschino. So. Ja, auf jeden Fall, wenn wir da hingehen wollen, wir sollten uns schnell hinbegeben. Weil wir wollen ja auch den Abend nicht in die zu späten Stunden verwallen lassen. Wo seid denn ihr jetzt? Wo ist jetzt? Wo bist du jetzt? Na, Ich wo bin ist nicht Ben? mehr in der Stadt, ich bin jetzt auf dem Feld, nördlich von euch. Nördlich von uns. Dann rennen wir doch nach Norden. Denke ich, Nördlich zumindest da, wo ist. ihr letztes geschossen habt, nördlich von dem Punkt. Aber Chris, weißt du eigentlich mal Ich wieder, sehe wes. dich. Chris, weißt du Ah, eigentlich mal wieder. genau. Weißt du, wessen Schuld es mal wieder war, dass wir Zombies am Arsch hatten? Ey, aber Nein. Du hattest recht, ne? Erst wenn man sich dieses Erweiterungspack kauft, sind die Zensuren von der Uniform viel schöner. Ja. Ja. Das sieht jetzt schön aus. So. So. Wir könnten Ja. einfach Dann. nach Norden weiterlaufen, würde ich sagen. Genau. Immer der Straße hinterher. Das ist sowieso irgendwie komisch, ne? Der Hauptmann, der Hand ist schneller. Wieso hast du nicht am Das war trotzdem nur bei dir. Die sind jetzt kein so großer Ja, sie haben schon viel geschaut, so AK. Ich habe Munition für sie. Ach, Chris, die AK, erinnerst du Hä? dich? Die Oh Frau ja. ist schon mal. Oh ja. Schiss. Wollt ihr auch nicht mal angucken? Wir sind zu schnell, weil wir nur einen Vorderer haben. Richtig. Das hab ich. Da müssen wir ein bisschen Aber Motivation es ist nicht so, dass wir das Haar nehmen, als wenn was ist das denn? wir nächstes Mal reinkommen. Was hast du denn? Darf Wir machen. Also, wir waren vorhin in der Hauptstadt, ja, und haben da Zombies sehr gut geschafft, zu gehen, oder zumindest zu gehen, so außerhalb die gleiche Reihe, alle Zombies werden Ja, die genannt, wie ihr schon gemerkt. Ja, das ist die ganze Zeit so ein Krieg am langsam gehen, dann hätten wir nicht schnell, ich schalte gerade auch darum, dass ich ganz langsam kriege, aber ich bin am Arsch. Ja, ich hab mir gedacht, wir gehen viel zu langsam, ich hab mir gedacht, Ja, natürlich. deswegen hab ich nichts gesagt, und ja, hopp. Ne? Aber natürlich. Ich muss das sehr bitten, ja, ich bin verantwortlich im Team. So, gut, ich bin mit Frau. Fürs Scheiße und rumzicken. Also, ja, ich bin die Frau, jetzt haben wir unsere zwei weiblichen Zuhörer verloren. So, zwei. Ich glaube, die 47 Kanal, von daher. In die Backe, in die Backe, in die Backe kann man rein. Ja, wir haben mal tollen Schiff gezeigt. Ja, mal. Guter Loot oder warst du da schon mal drin? Na, auch vor allen Dingen Überlebensloot, so Essen und Trinken. Und manchmal auch eine Waffe. Mir wäre jetzt Ich gerade schalte jetzt mal. aufs langsame Gehen um übrigens. Ja, retten wir nur weg. Ist okay.
Ich überleg grad, wo geht's denn rein? Geht ich pack gleich meine Rambo-Perücke und das Stirnband aus. Meine Rambo-Perücke. Diesen Witz werde ich jedes LP machen. Jedes. Okay. Genauso wie jeder. Ah, ist da noch eine Antwortbaracke dahinter. Genauso wie ich jede Folge von Left 4 Dead sage, Mann, hier muss ein Spawner von Zombies in der Nähe sein. Ja, oder der Fußro-Davids, ne? Der Fußro-Davids ist super. Ja, der lässt sich hier halt leider nur sehr schlecht anbringen. Ah, da vorne steht ein Zombie. Ja, warte mal, bis ich einen Raketenwerfer hab. Zwei sogar. In welcher Baracke seid ihr jetzt drin? In der großen mit Spitzdach. Ja, hier, hallo, Chris. Ja, ich komme, ich bin unterwegs. Ja, vorsichtig. Hey. Wer hat geschossen? Ich hab den Zombie ausgeschaltet, der in der Baracke steht. Everybody, chill the fuck out. Ach, das ist jetzt. Ich dachte, es wäre ein Schaf, was da links ist. Oh, der zweite Zombie. Oh, man muss auch treffen. Hab ich doch gesagt, einer rechts, einer links. Ich dachte, das wäre ein Schaf. Bist du jetzt mal getroffen langsam? Hab ich doch, aber hier kommen noch jede Menge andere von außen. Achso, hallo. Wir pullen hier gerade das halbe Dorf. Hast du den? Jojo. Ist doch eine M. Hier ist eine Waffe, eine Double Barrel Shotgun. Oh, eine Shotgun? Nein. Nee, ich werde sie nicht nehmen. Ah! Shamlights, Lee Enfield Muni und Müll. Oh, Lee Enfield Muni. Oh, machen wir mal ganz geschmeidig die Tür zu. Ich habe gesagt, wir machen mal ganz geschmeidig die Tür zu. Ja, ach, geht doch. Naja, ich hab schon drei Magazine, von daher nehme ich das jetzt erstmal nicht mit, obwohl ich kann den Rucksack packen. Ich hab gesagt, ganz geschmeidig die Tür zu. Ich hab's wieder aufgemacht. Du weißt doch, wir beide und Türen, wir verstehen uns da nicht. Ja. Close the fucking door. Und take M19. My hand if you want to live. Put that cookie down, wow. Da ist noch eine Waffe, ich glaub. Noch eine Double Barrel Shotgun. Sollen wir links in die Baracke rein? Jetzt nochmal die Enfield-Munition im Zombie. Ja, what? Kann man machen. Ja, ein Zombie. Die Zombies haben auch was dabei, müsst ihr gucken. Also die können was dabei haben. Soll ich den Zombie da erledigen, der da vorne rumlatscht? Welchen? Was? Nee, kannst du vorbeischleichen. Immer schön an der Wand bleiben. Okay, kannst nicht vorbeischleichen. Erschießt du ihn? Nee, ich hab ihn jetzt gerade nicht mehr im Visier. Ich hab ihn. Da kommt noch einer. Nee, geht doch. Mann, wir sind so pro. Ja, wir sind so ober-pro. Ich brauche was zu essen. Ich glaube, ich habe sogar was dabei. Ich habe auch was dabei. Wäre echt günstig, wenn man was dabei hat. Ich habe einen Can of Beans dabei. Ich weiß gar nicht, was ich dabei habe. Ihr müsst erst essen, wenn er hier, wenn es blinkt, ne? Oder ja, ganz tief rot ist. Hier liegt noch eine Bandage. Nochmal Müll. Oh, wow, seid ihr das? Ich bin das. Boah, ich schock mich nicht so. Kommt der vor mir raus, weil er gerade hinter mir war. Und die Bandage kann ich nehmen. Die Bandage kann ich nämlich gebrauchen. Ich brauche eine neue Waffe. Ich hab, oder mehr Munition. Ich habe keine Munition mehr für die scheiß Makarov. Drei wahnsinnige Schüsse. Da hinten war aber noch ein Gebäude, wo man rein kann, ne? Was? Wo? Wie? Was? Wo? Ja. Achso, die Garage. Kannst du auch reingehen, gucken, ob da was ist. Hier sollten jetzt eh keine Zombies mehr sein, nachdem wir rumgeballert haben, die bekloppt. Ja. Zumindest erstmal nicht. Du musst die ganze Zeit so im Hintergrund wirklich so eine epische Musik vorstellen in deinem Kopf. Also Skyrim-Theme oder so. Autoglas ist da schon mal drin. Da links, ist von, links von uns ist noch einer. Ah, hier ist nochmal Eingang. Ist hier noch was drin? Nochmal Autoglas. Ah, und trinken und eine Bandage. Nice. Dann lass mich die Bandage mitnehmen. Ich hätte da nämlich Verwendung für. Ich hätte da Verwendung für. Wo ist denn jetzt die Bandage? Tja, wenn man uns aufpassen. Hier, hinten, da, hier. Andere Seite, hinter dir. Oh, ah. Da, put the boogie down. Weil hier gibt es halt zwei Eingänge, muss man aber wissen bei dem Gebäude. Ja, gut. Wo sind wir jetzt überhaupt? Das ist noch ein Gebäude, wo man reinkam, ne, theoretisch. Ach ne, da war der gerade schon, okay. Wir sind nördlich von Tschernogorsk, wir sind da gerade. Ja, wir müssen jetzt halt mal überlegen, wie wir gehen auf dem Weg nach. Chris, richtige Ortsname bitte, Ausnahmesprechung. Ich guck mir mal halt. Na, jetzt Stino. Okay. Also, ich würde sagen, einfach der Straße weiter hinterher. Gut. Genau. Genau, nehmen wir die Straße hinterher. Fungerstraße!
Boah, das war schlecht. Das war geil. Das hat mich richtig angemacht, Chris. Soll ich jetzt, soll ich jetzt den Rest des Let's Plays im schwäbischen Akzent reden? Nein. Wenn ich weiß, er wird mich umbringen, wenn er das jetzt hört oder sieht, aber mein Chef, der kommt auch da aus der Gegend und wenn der, den verstehst du nicht mehr. Aber im Öscher Platt durften uns die Leute ja schon mal bewundern. Ja, ein Traum, oder Chris? Ich bin letztens Bahn gefahren und da war so eine Burschenschaft von Bayern drin. Eine Burschenschaft. Und die haben sie unterhalten und ich habe kein Wort mehr verstanden. Also ich habe bloß halt das an den Uniformen gesehen, dass die irgendwie zusammengehören. Also ich rühme mich ja damit, dass ich jeden deutschen Dialekt beherrsche und verstehe, wenn ich ihn 2-3 Tage höre. Eine Burschenschaft von Bayern. Also genau. Das ist ja noch verständlich, aber die, ehrlich, die haben Worte benutzt, das waren Ausländer, eindeutig. Ein Bürgergeschäft schon von Bayern. Alter, hör auf, ganz grill. Es geht mir auf die Eier. Muss man anfangen, undeutlicher zu werden. Please watch schon one shot aufs Maul. Ja, sag ich ja. One shot. Die ist aber die lauteste Beginnerwaffe. Ich hab gerade gesagt, ihr sollt mal kurz warten. Ich guck mal, ob hier was liegt, aber okay. Wir warten hinterm Zaun. Ja, genau. Das ist sowas auch angedacht. So, ich krieche weiter. Hey, da vorne ist deine lang ersehnte Wasserpumpe, Chris. Ich esse jetzt mal was, weil mein Essen blinkt. Ja, dann sollst du was essen. Und da vorne leckt ein Zombie auf dem Dach rum. Hardcore-Party, baum, baum, baum. Von euch braucht keine Schrotmunition oder für einen Crossbow hier so einen komischen Pfeil. Nee. Dann ist das Haus schon mal sinnlos. Wenn ich schon mal hier bin, trinke ich noch was und fülle meine Wasserflasche wieder auf. Ja, weißt du was? Ich trinke auch mal schnell was. Saufen! Willst du jetzt wieder ein Bier öffnen, oder? Ja, weißt du was? Ich mache mit so. Weißt du, ich gehe jetzt mal kurz hier hoch in den Wald und dann bin ich mal ganz kurz AFK. Und dann sammelt er wieder irgendwie einen Scheiß rum, weil er besoffen ist. Hey! Sag sowas nicht. Nicht in der Aufnahme, ne? Nicht in der Aufnahme, Mann. Bist du kannst du rausschneiden. Also, du kannst es rausschneiden. Ich kann das nicht. Ich schneide nicht. Hier, ungekürzt und live. Er ist die Aufnahme an. Ach, nee, der hat die Aufnahme jetzt nicht angelassen. Oh, no entry. Ja, hab ich gerade auch bekommen. Achso, hier bevor wir uns verlieren. Nee, wir warten doch hier, wir sind bloß in einem Baum. Wir rennen nur außen rum. Wir wollten ein bisschen private sein. Der guckt mich an!
Jeder, wie er es verdient, ne? Da weißt du aber wenigstens, es denkt jemand an dich. Ach, danke. So, mach ich mal mein pisswarmes Bitburger auf. Oh, Schleichwerbung. Und Prost. Boah. Hast du wenigstens bezahlt dafür? Hm? Hast du wenigstens bezahlt dafür für die Schleichwerbung? Nein. Ja. Ich hab ein Bitburger dafür. Hab ich geklaut. Oh, er ist ja erst fast 12. Muss wieder mein Navi anmachen. Boah, Chris, halt den Ball flach, ey. Schon der Witz wird nie alt. Fast 12. Was für ein Witz wird nie alt? Dass alle Menschen, mit denen ich in das Play in Berührung komme, oder ich selbst bin, das wäre immer erst fast 12. Pass auf, rechts Zombie. Der Witz ist komplett von Gronkh geklaut, ja, aber scheiß drauf. Psst, sag diesen Namen nicht. Wer ist Gronkh? Du beschwörst den Teufel. Ich beschwöre einen Gott. Klingt ein bisschen wie Zonk. Hä? Klingt ein bisschen wie Zonk. Ach, das war dieser Minecraft-Typi, ne? Ja. Lego bauen für Arme. Wer hat gerade Minecraft-LP gesagt? Ich hab nichts von Minecraft-LP gesagt. Jeder, der meine Aussage zur Let's Play-Szene angehört hat, weiß, was ich von Minecraft-LPs halte. Ja, ich hab's sogar angehört. Habt ihr nicht selber mal irgendwann Minecraft gespielt? Da kommt ein Zombie. Hab ich, aber übrigens, ich hab dich eigentlich nur abonniert wegen dieser Aussage. Ich fand das lustig. Was, du hast mich abonniert wegen dieser Aussage? Ja, das war das erste Video, was ich von dir gesehen habe. Diese Meinung zum Let's Play-Szene. Ja, durch das Mirko wahrscheinlich. Nee, Mirko kenne ich nicht. Hallo Mirko, falls du das hier hörst, ich hab dich lieb. Ich hab das Video nicht gesehen. Auf unserem Channel gibt's bei einem Multiplayer-Let's Play zu Minecraft. Wollt ihr weiter nach Norden oder lieber nach Westen? Was kommt denn im Norden? Im Norden kommt auf die ganze Weile nix und dann irgendwann Rogobo. Wir können dann nach Norden und uns wieder den Flughafen zum Ultimativen Ziel machen. Bah, schlechte Idee. Schlechte Idee ohne Tarnungsanzug. Kann ich mir vorstellen. Kann man da vorhin was ausrein? Nein. Nee, aber hier an solchen Unterständen, wie wir gerade sehen, eigentlich manchmal ausrein, da kann man es drin liegen. Wie war das noch letztens auf der Toilette, das komische Tarnanzug, den er hat? Ja, ja. Die Kamo. Die Toilettenhäuser sind zum Beispiel echt geiles Zeug. Ja, manchmal einfach gar nichts. Was looten das manchmal? Zombie. Lauf doch laut über den Weg. Warum geht ihr auf mich? Warum geht ihr auf mich? Weil du laut über den Weg gelaufen bist, drüber geschlichen. Ich war mitten in der Gruppe. Ja, du warst mit einer wenigen laut über den Weg gelaufen. Ach, regt euch doch. Chris? Ja? Ich doch mal, ein Magazin droppe ich. Nice. Okay, ist bloß. Wo ist es? Ich bin nur ein Baum. Ich hab viele Bäume. Ich hab viele Bäume. Ich hasse Bäume. Ja, ich spiel jetzt Alex Rains. Ich hasse Bäume. Ja, I hate trees. Trees on me, also. Oh, Zombie links. Oh. Ja, das war ich mein Fehler. Die finde ich so unheimlich unverschämt zu erwischen. Verdammt. Ah, geht doch. Down. Meine Fresse, Drecksvieh. Down. Von hinten. That's what she said. Wo? Oh, ich muss nachladen. Sehr geil. Fick dich doch. Du hast gerade ein Bein weggeschossen. Du hast dem Zombie das Bein weggeschossen, du Arsch. Ich hab noch ein Magazin, ja, aber ich hab noch 3 Lee Enfields. Ich hab noch 5 Magazine, so ich das richtig sehe. Ey, da unten huppen aber gleich mal 6 Zombies rum um das eine kleine Gebäude, ey. Fickt euch. Oder wir könnten da hoch auf den Berg gehen, auf die Burgruine, da gibt's auch Loot. Ja, die Burgruinen sind immer gut, ey. Das ist das, wo wir gestorben sind, ne? Rockpor? Ne, ich glaube, dafür sind wir zu weit das weg. Das ist Zup. Da wollten wir doch hin! Ja. Dann lass das machen. Ja, solange wir nicht nach Rockpor gehen, ist mir alles egal. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum ich so schwummerig sehe. Weil du zu wenig ich habe nur noch 9000 Blut. Also, ich habe kein Problem mit schwummerig sehen. Mach mal das Post-Processing aus. 8800. Mach mal die Post-Prozess-Effekte aus in Optionen. Was für Effekte? Post-Processing-Effekte. Ja, Moment, wie heißen sie? Nein! Ach, ich hasse diesen Klick. Ich hasse diesen Klick. Was hast du gemacht? Respawn geklickt anstatt Optionen. Nein. Doch. Ich werde dich jetzt sowas von looten. Ich auch. Erbach. Ich hasse diesen Klick. Egal, dann kann ich die Aufnahme auch abbrechen. Den Rest oh, guck mal, der hat 3 volle Wasserflaschen dabei. Das ist meine. 4 und jede Menge DMR-Magazin und eine passende Waffe.